Ja, so. Das Problem ist einfach. Das Problem ist einfach gewesen, dass. Müssen wir eh noch den Chat hinzufügen, habe ich vergessen. Dass der Prozessor einfach so schlecht für Autosurf ist. Für Autosurf und gleichzeitig Stream ist er so schlecht. Das ist das Problem. Also Autosurf fällt auf dem PC schon mal flach. Dann kannst du den Chat hier im Stream einbinden. Nee, so. Chatfilm, Dark. So, 320 mal 240 würde ich auch noch mal sagen. Aber das ist ein bisschen größer. Ja, hallo. Na jetzt. Na, wo ich kann nur kleine machen. Machen wir schon mal hier hin. Ich glaube, alle Maßen kann man lesen, oder? Soll in Ordnung sein. Ja, Autosurf geht nicht. Und da, ich weiß ja nicht, das ist irgendwie, ich glaube, Dennis ist gerade dazu gekommen. Ich weiß nicht, ob der aktiv da ist oder ob der nur lurkt. Und da du eh bald weg bist, ne? Ich würde gerne noch mal probieren, ob eventuell Minecraft vielleicht funktioniert. Ah, Hallöchen. Normalerweise begrüße ich keine Leute, die noch nichts geschrieben haben. Aber es ist einfach nur Interesse halber, weil wenn nämlich keiner mehr da gewesen wäre, hätte ich nämlich Schluss gemacht. Ach, willst du mich verarschen? Oder habe ich die Million gehabt? Nee, habe ich nicht. Gut. So, Edit Profile. Ach, jetzt soll die Beta noch drin. Okay. Play. Wir probieren mal Minecraft. Es war jetzt nur Minecraft. Denken sich das wahrscheinlich die meisten, aber ich werde es einfach nur mal umprobieren, welches Spiel ich überhaupt streamen könnte. Minecraft probieren. Wir spielen übrigens Beta 1.8.1, also wirklich altes Minecraft, weil ich glaube nicht, dass das Neueste da auch funktionieren würde. Hier. Also wenn, dann muss ich ja echt wirklich auf meinen PC umsteigen, auf meinen Stand-PC. No. Oh. Und da ist auch mein Charakter abgeschmiert. Mit einer Game-Aufnahme. Cool. Ich liebe sowas eher, ne? Machen wir eine Fensteraufnahme. Und dann nimmt das nicht auf. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht schwimmt auch immer gleich ab, wenn es einfach, wenn der Prozess, weil der Prozessor nicht stark genug ist, dass er das gleich übermerkt und ich verabschiede mich einfach mal. Ich will es einfach nicht schon wieder eine Mundaufnahme machen, weil das frisst auch wieder unnötig Leistung, ehrlich gesagt. Okay, also manchmal können wir es auch anschminken. Ich will nichts sagen, aber so langsam schrumpfen uns die Möglichkeiten. Hat irgendjemand irgendwelche Vorschläge? Irgendwelche Spiele, die ich spielen könnte, ohne dass mir die Hälfte abschmiert. Ich gucke mal so meine Steam-Bibliothek durch, aber das sieht auch relativ ma mau aus, weil das sind alle Spiele, die eigentlich relativ gute PCs voraussetzen.
Horrorspiele habe ich auch nur Kacke. Ich will jetzt auch nicht unbedingt ein JRPG anfangen, ehrlich gesagt. Revenant wird wahrscheinlich nicht laufen. Usu geht, ja, aber das muss ich mit einer Monitoraufnahme aufnehmen. Das ist halt relativ doof immer. Irgendwie. Aber wenn du willst, dass ich Usu spiele, spiele ich noch ein bisschen Usu. Dann spiele ich noch ein bisschen Usu. Ich habe halt noch nicht allzu viele Maps. Das ist das Problem. Ich muss halt ständig jetzt die Maps runterladen, weil ich nur ein paar 30 habe. Und die alle schon gespielt habe. Ich bin auch, wo sowas angeht, bin ich wirklich oh so mega schlecht. Ich kann gerade mal AR 3, 4 höchstens, weil ich auch schon ewig lang im AR gespielt habe. Weil ich schon ewig, ewig lang im AR gespielt habe und totales Übung bin und hier auch Probleme mit Maus und Tastatur drum dran habe, weil es einfach der Platz übelst beschränkt ist. Das ist nämlich das kleine Problem hier. Ja. Auch ewig schlecht nur so. Aber schon nicht so schlecht wie ich. So. Monitoraufnahme. Ausschnitt. Ich muss auch Rose im Fenstermodus spielen, was total blöd ist. Wenn es dürfte ungefähr hinhauen. Das muss ich natürlich nur ausrichten hier ordentlich. Dass man auch was vom Spiel sieht. Sind glaube nicht. Du hast heute angefangen. Okay. Ich glaube, ich sollte den hier ein bisschen. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte nicht das Ding packen. Ich wollte eigentlich das Spiel packen. Och, Alter. Ich wollte nämlich ein bisschen. Den Shit. Verdammt. Shit, wie mache ich das mit dem Chat, dass man den Chat noch lesen kann? Weil so kann man den, glaube ich, kaum lesen. Dann, okay, dann tschüss, Nevan. Und danke fürs dabei sein und so. Und bis zum nächsten Mal eventuell. Jo. Hab ich denn noch? Viewer. Die könnt ihr noch ein paar Easy Maps spielen. AR3, glaube ich, ne? AR3, ja, ich kann es so schlecht lesen auf dem Monitor. Alter. So, falls du laut sein sollte oder so, bitte Bescheid sagen. Tastatur ist übrigens relativ laut, da kann ich es gar nicht, wenn ich groß erinnere, weil das mechanische Tastatur ist und ich nur mit der zurechtkomme. Ich bin froh, dass Ursa überhaupt hier drauf läuft. Ich glaube, morgen sollte ich mich doch mal darum kümmern, dass ich den anderen PC irgendwie zum Laufen kriege. Aber wenn das mein Problem mit dem einen Monitor nicht löst, dann muss ich halt in Zukunft vielleicht mit dem Handy den Chat beobachten oder so.
Ich muss das Wand noch reinmachen. Hab ich vergessen. Ich lock's gerade ins Gesicht, das mag ich nicht. Ich kann mich gerade nicht kratzen. Immer wenn ich Oso spiele, irgendwo fängt es dann an zu jucken, oder? Ah, fuck. Mist. Das war nicht so gut. Egal. Spinout. No. Falls du übrigens Multiplayer spielen willst, sag Bescheid, dann mach ich den Garm auf. Dann können wir uns auch in den Discord setzen. Ich muss sowieso noch kurz auf die Toilette. Bin gleich wieder da.
So. Ja, weil Soldiers noch einmal da ist, ich mache erstmal Schuss im Stream heute. Weil ich werde es erstmal den großen PC aufbauen, der jetzt zwar schon steht. Der muss aber noch angeschossen werden und ich muss auf den umsteigen, das hilft nichts. Denn mit dem Ding hier, mit dem Laptop, kannst du fast nichts machen, kannst du vergessen. Ja, wir haben es ja gemerkt, die ersten paar Tage, das läuft fast gar nichts drauf. Also, kannst du vergessen. Na gut, Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal. Wiedersehen, auf Wiedersehen.